Hey Leute, es geht weiter mit Let's Play Terranigma und als ich zum König laufen wollte, ist dieses Möchtegern-Vibe gekommen und ja, jetzt rede ich mit der. Oh, du bist es. Was meinst du damit? Das ist nicht sehr nett von dir. Hey, du wirst bald mit der Prinzessin sprechen. Du musst gar nichts tun. Ich nehme das Ölgemälde, die zwei Gesichter, muss ich mir merken. Merlin nimmt das Ölgemälde. Ich weiß nicht genau, was du vorhast. Aber sei bitte vorsichtig. Lass es bei mir, du gehst besser auch. Ich weiß jetzt nicht. Moment, muss ich mit dem reden? Hast du Mittel gefunden? Was war mit dem König? Ah, okay. Du hast also Mittel gegen die Probleme der Prinzessin gefunden. Lass uns keine Zeit verlieren. Heile die Prinzessin so schnell wie es geht. Oh mein Gott, Glitzer. Was soll uns das jetzt sagen? Oh. Was ist das? Was geschieht? Melina. Oh, das sind ihre Eltern. Und wieder kommt epische Schicksalsmusik. Unmöglich, das kann nicht sein. Wir alle anderen in diesem Dorf starben. Auch sie vor vielen Jahren. Nur dieses Kind überlebte, Melina. Ich weiß, sie war... das konnte ich nicht lesen. Eure Hoheit, wir sind nur ein Traum und kommen nicht aus dieser Welt. Wir kamen, um Melinas Seele die Augen zu öffnen. Melina erweckte die Augen deiner Seele. Lass Vater und Mutter deine Stimme hören. Oh oh. Warum? Boah. Helles Licht, geil. Oh oh. Vater. Mutter. Oh. Oh, ich. Nein. Prinzessin Melina, alles in Ordnung, Kopf hoch. Ja, ich denke mal nicht, dass sie... Ich hätte Prinzessin, geht es heute nicht gut. Legt alle Termine ab. Nee, Audienz ist beendet. Also nee, das könnte jetzt eigentlich bringen, dass ihr einen Fehler an einem... Ach, egal. Werft diesen Typen hier auf der Stelle raus. Also wenn die in dem Spiel einen Fehler haben, wird es nicht schlimm sein, wenn ich an dem RPG, das ich momentan bearbeite, also an dem ich gerade arbeite, ein paar Fehler drin sind, weil ich arbeite nämlich an einem RPG, das können dann die Leute spielen und so, ich mache dann einen Trailer, es wird bald fertig sein, das Spiel, na okay, dauert noch ein bisschen, egal, ich möchte noch nicht zu viel verraten, ihr werdet es dann ja sehen, so. Und Apple Software Update will hier gerade, Entschuldigung. So, es ist bescheuert, wenn die sowas machen. Hörst du mich? Der Menschenwelt steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist noch viel Arbeit nötig, um dem Kind das Laufen beizubringen. Hörst du ihre Stimmen? Sie sehnen sich nach Befreiung aus der Dunkelheit. Durchquere die hohen Berge und geh Richtung Süden. Dort gibt es jemanden, der dir dringend deine Hilfe benötigt. War das ein Traum? Mann, was für eine Tagesbeginn. Er sagte, halte dich südlich. War das wirklich nur ein Traum? Oder? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh. Oh, du bist es. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Der König starb. Einige Gerüchte besagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Er hat geblasen gesagt. Das werde ich jetzt jeden Part sagen. Tut mir leid, Leute. Irgendwie sowas werde ich sagen. Bis ich irgendwann mal was Zweideutiges sage und ihr dann in die Kommentare schreibt. Du hast das und das gesagt. Durch die Zeit konnte man übrigens vorher nicht durch, weil der König ja alles unter Kontrolle hatte. Und dann... Ja, ist das halt so jetzt. Meine Fresse, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ba 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 bam. Alex Elixier gibt es hier. Na 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 na. Das rüst ich jetzt aus, beziehungsweise ich benutze es. Und ich singe nur Mist. Oh, Glück steigt um 1. Oh, das habe ich unbedingt gebraucht. Also, was Besseres hätte ich mir jetzt echt nicht vorstellen können. Unglaublich. Die Tussen sehen ja auch alle gleich aus dem Kopf. Diese Zelda-Krüge, finde ich. Also, die sehen so aus wie die von Zelda Link to the Past. Davon ist meine... Ah. Ich kaufe noch nicht alles voll, weil ich meine... Waffen brauche ich auch noch nicht, weil ich im nächsten Dungeon wieder neue Sachen bekomme. Und in dem Dungeon, was jetzt kommt, gibt es übrigens wieder einen Bossfight. Endlich mal wieder. Das ist schon lange her, ich glaube, das war im Eis das letzte Mal, ja genau.
Und das ist Säure, da kommen wir noch nicht rein. Ich spoilere jetzt mal. Und ich hasse dieses Dungeon. Ich hasse es einfach. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. So. Ich bin schon Level 25. Was sind das für Gemälde? Was sind das denn für Pappnasen? Ich glaub's nicht. Die Augen der Menschen wurden rausgeschnitten. Gespenstisch, wie in einem Albtraum. Ich hätte fast gelispelt. Okay. Wenigstens kenne ich das mehr oder weniger noch auswendig. Dieses Dungeon eher weniger als mehr, aber... Ach, ist ja egal jetzt so. Ich will erstmal gucken, was es hier so gibt. Töten. Die Gegner sind hier so unnötig und lächerlich. Explodiert das hier? Oh mein Gott, ich hab Angst. Uiuiui, eitai. Oh, what the fuck? Okay. Und die kann man irgendwie nicht. Ja, fick. Hallo. Was ist denn jetzt? So. Hä? Okay, warte, brauchen wir da die Waldtraut? Beziehungsweise das Waldkraut? Ja, okay. Ich bin verliebt. Wollen die mir damit jetzt so... Hä? Ich verstehe es nicht. Ach, das hat bestimmt irgendeinen tiefgründigeren Sinn, den ich in meinem Alter nicht verstehen kann. Ja, so sagt er dann. Zu betrachtet ein altes Buch, es beschreibt Kolumbus' Rückkehr von seiner langen Reise. Viele Jahre vergingen seit dem Beginn der Reise. Im Jahre 286, aufpassen, die Zahl 286 müssen wir uns jetzt merken, kehrt Kolumbo heim. Sein Schiff ist nahezu zerstört. Kolumbo und seine Crew waren an Bord, doch nicht die drei Prinzen. Ein historisches Datum, aber ein Unglückstag für die Königin. Sie klagte Kolumbo für den Tod der Prinzen an und sperrte ihn ein. Ja. Und diese Königin... Nichts, ich verrate jetzt noch nichts. Das werdet ihr dann noch früh genug sehen. Aber wahrscheinlich nicht in diesem Part, weil das Dungeon ist doch eigentlich vergleichsweise lang. Wenn man die anderen Dungeon betrachtet. Ah, Kronleuchte. Die Kapelle, da gab es, glaube ich, was Wichtiges. Hier gibt es so viel Geld irgendwie von den ganzen Gegnern, aber so viel Geld brauchen wir gar nicht. Weil wenn ich jetzt hier hingehe, dann... Ich schaffe es, ohne getroffen zu werden, passt auf. Scheiße, das hat sich damit schon eher übrigt. Und da wir alle Gegner besiegt haben, sind jetzt hier... okay, habe ich jetzt einfach mal weggedrückt, aber ich muss jetzt auch nicht alles vorlesen. Also ich denke mal, ein paar Sachen werde ich durchaus... Nö, das muss jetzt nicht mehr sitzen, so. Ein paar Sachen werde ich manchmal skippen können. Brauche keine Sau. Hier lang. Okay. Da. Ist das langweilig. Boom, im letzten Moment abspringen, da kommt man darüber. Ich weiß, dass man darüber kommt. Doch gesagt, so. Und wie auch immer man an diesen Kristall kommen soll, das weiß ich gar nicht, weil von dieser Stange kann man nicht abspringen. Also wir um den Kristall kommen, weil das wüsste ich so gerne. Ich habe aber wie man das machen soll. So. Ein Kraftelixier. Das wenden wir gleich an. So, aber erstmal werden wir rüberspringen. Und dann benutzen wir das eben. Okay. So. Ein Kristall. Den werden wir uns auch gleich mit in die Tasche stecken. Und eigentlich ist es illegal, was ich hier mache, oder? Ich glaube, die ganzen Sachen, die hier rumliegen, das sind antike Schätze und so. Das darf man, glaube ich, gar nicht. Das ist mir jetzt aber irgendwie gerade gelinde gesagt. Scheißegal. Denn wir haben ja eine Aufgabe zu erfüllen. Ui. Ordentlich Geld in der Tasche wieder. Und das war jetzt so sinnlos. Da ist nämlich nichts. Sowas liebe ich ja. Einfach diese Gänge, die einfach mal so dazugemacht wurden, weil... Ach, es hat irgendeinen Grund, den nicht mal Gott selbst weiß. Also, das ist unnötig. Kammer. Gib mir meine Söhne zurück, meine Söhne. Töten, töten. So.
Das sind irgendwelche Seelen, die mir irgendeinen Scheiß erzählen, aber... Entschuldigung, ich wusste gerade. Aber... Das ist eigentlich so total unnötig. So. Und wir haben der Seele einen Körper versprochen. Und den bekommt diese Seele. Mein Körper! Mein Körper! Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Ja! Dieser Kerl hat mich verarscht. Er möchte mich jetzt töten. Aber das lassen wir nicht auf mir... Oh, Nubi, ey. Ohne Mist. So ein Opfer. Fällt mir echt nichts anderes mehr zu ein. Oh, töten. Ich weiß, ich mag den Part vielleicht ein bisschen länger, ich weiß nicht. Zack. Oh, zack. In dem Part werde ich jedenfalls kein neues Level erreichen, das weiß ich jetzt gerade schon irgendwie. Obwohl, ich hätte noch einer von den Bastarden, die mich verarschen wollen. So. Stu erhält Turmschlüssel. Den Artikel vor Turmschlüssel, den vergessen wir einfach mal, ist ja unwichtig. Stu erhält Turmschlüssel. Stu erhält Eispickel. Also, sowas hätte man ja schon irgendwie anders machen können. Ja, ja. Was? Was? Hä? Plus 10? Wieso können die nicht zwischendurch mal andere Waffen oder so machen? Ich verstehe es einfach nicht. Und man merkt eindeutig, den Leuten, die das Spiel gemacht haben, sind die Animationen von einem Angriff ausgegangen. Deswegen haben sie einfach mal blau genommen, was sie am Anfang vom Spiel schon hatten. Was sie jetzt mindestens schon das dritte Mal haben. Wenn nicht sogar das vierte Mal. Also da hätten man sich noch andere Sachen einfallen lassen können. Stu, sieh dir das an. Wie kommst du da plötzlich hin? Egal. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Ja, schieben wir mal die Wand. Könnte ja dann plötzlich sich bewegen. Man weiß ja nicht. So, zwei. Hier muss man nämlich die Daten eingeben, die da von Columbus Rückkehr beschrieben wurden. So. Ich hoffe, man kann hier runterspringen. Mechanische Ton. Klo geht. Warum auch immer wir jetzt hier landen, ich habe keine Ahnung. Ist eigentlich auch egal. Aber ja, jetzt müssen wir halt nochmal hier hinlaufen. Ah, ist das ein tolles Dungeon. Oh, habe ich da Bock drauf die ganze Zeit. Ah, den ganzen Tag könnte ich sowas machen. So, der Sprung ist etwas tricky, aber mit ein bisschen Übung kommt man da beim ersten Versuch ganz leicht drauf. Und der Artikel ist wieder nicht da, aber da muss ich mich mit abfinden. Stu hält eine Christbaumkugel in lila. Cool. Und eine Götterknolle. Zack. Na, 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 na. Da spiele ich wieder ein bisschen vor. So, hier kommen die Gegner, deswegen spiele ich hier nicht. Deswegen kill ich die einfach. Ciao. Und rennen hier einfach mal durch. Zack. Das klappt ja alles sehr schön. Ja, toll. So, so weicht man den Sachen einfach geschickt aus. Was muss ich bloß tun? Ich weiß es nicht. Ah, wir müssen hier wohl unten durchkriechen. Aber wie weit ist das wohl? Ich weiß es nicht. Wie weit ist das jetzt noch? Oh, der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Stu hält den Opal. Das ist doch cool. Da spricht es eben, dass wir keiner sehen. Und dass wir keiner mein dämliches Gesappel hören nebenbei. Und hier rush ich einfach... Oh, durch, wollte ich sagen, aber... Das habe ich dann ja wohl doch nicht... Wie soll man da hinkommen? Ach egal, ist mir so Wurst. Da gab's ja nur den Platinpanzer. Hätte ich ja gar nicht gebraucht. Nein. Dann holen wir jetzt den Turmschlüssel, den wir ergattert haben. Und... ja, toll, toll. Komm, so. Ausgerüstet, okay. Und können jetzt auch die zwei Türme, die da sind, aufschließen. So.
du benutzt den Turmschlüssel. Sind wir die neuen Twin Towers, diese zwei Türme. Ich hoffe, es ist jetzt kein Flugzeug reinfliegt plötzlich oder so. Da. Fahrt zur Hölle. So. So, ihr seid alle unnötig. Ihr Langweiler. Ihr langweilt bloß. Aber irgendwie kann man hier auch nicht wirklich leveln, weil dem Dungeon gibt es zwar neue Gegner und so, die sollten eigentlich viele Erfahrungspunkte bringen, aber irgendwie bringen sie es nicht wirklich. Aber episch gewesen jetzt nochmal leveln, naja, egal. Egal, geht wohl nicht anders. Huch, wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Bist du? Schau die Wand des Turmes an. Auf der anderen Seite an, so. Oh, oh. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Was willst du mir damit sagen? Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft rennen? Bingo. Ich werde dich anstupsen. Damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los. Oh. Und eine kurze Boss-Animation. Ich habe es noch nie verstanden, was das überhaupt soll. Ich meine, der fliegt da irgendwie total sinnlos durch die Luft. Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Du halt den Topaz, den er einfach nicht hochhalten kann jetzt. Naja, ist ja auch logisch irgendwie. Ich meine, wenn man an so einer Pflanze hängt. Ja, komm. Hä? Achso, okay. Stu nutzt den Turmschlüssel. Ach, jeder zweite Satz beginnt mit Stu. Ist das nicht herrlich? Man fühlt sich richtig geehrt. Den Spinner müssen wir... Ja, hallo? So, müssen wir eben erledigen. Kein großes Ding. Oh, hier ist gar nichts mal wieder. Ba, ba, ba. Oh, oh, Kristall, Kristall, ui, ui, ui. Schon wieder zwei Kristalle in dem Part erhalten, oder waren sogar drei? Hab ich wieder vergessen. Ah, ne, einen Kristall haben wir nicht mitgenommen, weil wir vielleicht nicht wussten, wie man da dran kommt. Ach, tatsächlich, aber wirklich nicht. Ah, verdammt. Ui, das war knapp. Okay. Jetzt kann ich mich wieder stolz fühlen und so. Beziehungsweise stolz sein, so nennt man das, glaube ich, ja, genau. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstecken. Ugh, Hand reinstecken. Hey, ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Du steckst seine Hand tief in den Mund der Statue. Yay. Und plötzlich, ne? Plötzlich wird dieses ganze Gift zu normalem Sprudelwasser. Nee, doch, Sprudelwasser ist... Was? Verdammt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet mit dir, du Schwanzkopf. Na, hallo? Okay. Nee, ich werde nicht aggressiv, das bildet ihr euch bloß ein. So. Ich werde in diesem Part jetzt noch eben den letzte Juwel holen und den Weg zum Boss dieses Dungeons freilegen und den Boss machen wir dann im nächsten Part. So lang spanne ich euch auf die Folter. Ja, denn auf die Folterspanne ist böse. Und ich bin ein böser Junge. Ja. Das ist euer Schicksal jetzt. Da, 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 da. Oh, der Part geht aber wirklich lange jetzt, fällt mir gerade auf. Na, ich meine, mehr als dieses Dungeon machen den Part, weil wir haben ja noch. Leute da schläfrig gemacht oder eingeschläfert, so kann man das sagen. Also haben wir mehr gemacht als Dungeon. Und wie ihr seht, ist dieses Wasser auch keine Säure mehr. Der Spiegel mit der Statue verrät das Versteck des Saphirs. Da steht plötzlich den Saphir. Ich frage mich, warum sie echt zu faul sind, bei so wichtigen Items einfach mal einen Artikel davor zu setzen. Also wie Turmschlüssel zum Beispiel. Also. Egal. Mich würde mal interessieren, wie es in Englisch steht. Steht dann Stu gets key oder was?
Nee, wie heißt das? Das ist ein Turmschlüssel. Key heißt Schlüssel, Turm, ach, Tower Key. Ich glaube nicht, dass das so übersetzt wird. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Der erste Mann hatte blaue Augen. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Pupillen. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft. Der letzte Mann hat ein falsches braunes Auge. Und dadurch stürzt plötzlich ein Kronleuchter ab. Und... oh nein, er hat alles kaputt gemacht. Oh, zum Glück bin ich da jetzt rübergefahren, sonst wäre ich jetzt im Bossfight drin. Okay. Dann beende ich diesen Part an dieser Stelle wieder. Selbst mit dem Safe State. Im nächsten Part besiegen wir den Boss. Mit Level 25, was er vorgegeben ist. Auch wenn wir 25 schon lange hatten. Ja. Dann sage ich bis dann. Das war Crazy Zocker. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.